Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute werden wir uns die neue Horizon Story anschauen, denn mit Serie 14 wurde eine Donut Media Story ins Spiel gebracht, die wir uns heute natürlich auch ganz genau anschauen werden. Neue Fahrzeuge von Donut Media haben wir leider nicht bekommen, deswegen fahren wir einfach unseren 350Z hier mal vor. Die Story findet direkt hier auf der Landebahn des ehemaligen Flugplatzes statt. Also sehr zentral gelegen hier. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein. Kapitel 1, Horizon, darf ich vorstellen. Donut begrüße das Donut Media Team bei Horizon Mexiko. Das kriegen wir, denke ich, hin. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, die Theorie zumindest, während die Jahreszeit erstmal wechselt. Hey man, stop trying to fight everyone. Just ask them if they want to race. Yeah, I'll pass. I left my Centenario in my other pants. Oh, look at me, I'm Nolan. I got Centenario pants. James? Nolan? Wusste ich doch. Willkommen in Mexiko. Hey, it's him. Nice yeah, to meet you, dude. In the flesh. Wow. I've seen you jump cars out of planes. And that thing in the sky. How does it even stay up there? Calm down, fanboy. Das ist halt Horizon. Haley hat mir nicht gesagt, dass du kommst. Yeah, we heard the festival was here, so we brought the whole crew down for the weekend. J-Crew. And Nolan. Vielleicht sieht man sich auf dem Festival. Schickes Auto übrigens. Gehört das dir, James? Yeah, it's mine. Sweet little personal ride with some, personal modifications. Normalerweise würde mir jetzt jemand die Schlüssel geben. Just be careful with it. I've seen you drive, too. You know what? I think I'm just gonna go with you. Fanboy. Es ist schon cool, dass es auch wirklich die Donut-Media-Stimmen sind von Nolan und James. Okay, mal sehen, was das Baby drauf hat. Die dort rasen. Ja, tatsächlich. Donut-Media habe ich tatsächlich selber lange Zeit geguckt. Ja, kein Problem. Nee, Donald, wie habe ich tatsächlich sehr, sehr lange Zeit selber geschaut, aktiv. Mittlerweile nicht mehr so, weil ich auch die Zeit dafür nicht mehr habe. Aber deswegen sehr cool auf jeden Fall. Ich hätte mich halt echt gefreut, wenn wir noch ein paar der Donald Media Fahrzeuge bekommen hätten. So die Hi-Lo 350Z beispielsweise. Aber es wird ja noch ein Donald Media Update kommen, sehr wahrscheinlich. Deswegen, deswegen hoffe ich aber mal, dass da dann die Fahrzeuge reinkommen. Ist ja nicht das erste Mal, dass Donut Media in einem Videospiel ist. Donut Media war ja schon in Dirt 5 zu hören mit Nolan und James. Ja. Ja, ja, Käfer. Die ignorieren die Shotgun im Kofferraum, was? Aber auch gut, dass die beiden wirklich Modelle bekommen haben, wo zumindest halt das Gesicht sehr, sehr gut getroffen ist, finde ich. Das ist cool gemacht auf jeden Fall, auch wenn James jetzt hier irgendwie gerade nicht im Auto sitzt, wie mir gerade auffällt. Den haben wir irgendwo auf dem Weg verloren. Na gut, passiert. Aber ja, erstmal hier einen. Ja, ja. Ich finde es auch tatsächlich, muss ich sagen, cool, dass sie für die beiden doch die englische Synchro behalten haben und das nicht auf Deutsch gesimmt haben. Das finde ich tatsächlich cool. Ja, Donut Media. Also, wie gesagt, wer die Horizon Story von mir kennt, der weiß, dass ich während die reden ein bisschen weniger selber rede. Donut Media ist sehr bekannt geworden durch Up to Speed, tatsächlich. Ist ja eine Show, wo viel über Fahrzeuge und deren Hintergrundgeschichte erzählt wurde. Finde ich cool, dass das hier auch ein bisschen integriert wird. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Erreiche den letzten Ziel, das war doch gar schon der letzte. Na gut. Dann erreichen wir jetzt den zweiten letzten.
Also eventuell, wenn wir schnell genug sind, keine Ahnung. Wir haben nur noch 4 Minuten 45. Na, gerade so erreicht. Fahren wir jetzt um den Golfplatz rum? Oder machen wir den Golf kaputt? What am I looking at? Oh. This is the Hyper Vocho? Alejandro says it'll do over 200 miles per Return hour. Return of the Vocho. Sure. Sie hat ihn gebaut, sie muss es wissen. Machen wir eine Spritztour damit? Don't look at me, man. You're the one who gets paid to be a passenger. Yeah. Yeah. Let's go. Das Ding wäre auch spannend in der Realität, finde ich. Right. Keep your speed up. I'll call the route. Road technical ahead. That opens up. I'll call when you can board. Okay, right is easier. Ja. Ich würde sagen, das kriegen wir auf der Straße hier hin, wenn wir hier lang fahren. Hoffe ich jetzt einfach mal. Here we go. Give it the beans. Ja, natürlich. Ja, doch, sollten wir schaffen eigentlich. Da hat ein Handy, was gut genug ist, in der Theorie. In der Praxis, mal schauen. Na, guck mal, jetzt sitzt er im Auto. Du hast das schon mal gemacht, oder, Nolan? I'm okay with it. That's what I am. Okay. Das ist nicht Nolan. Das ist James, aber ist okay. Kleiner Übersetzungsfehler, darf man passieren. Auch wenn ich mich frage, wie man den Namen falsch übersetzen kann, aber anderes Thema. Hat man schon ein paar Mal in Horizon. Okay, just let me catch my breath here. Nein. You know, I've got an idea. If you're not doing anything tomorrow, let's build a car. You up for that? Total. Wir sehen uns im Morgengrauen auf der Teststrecke. At dawn? Why? I mean, yeah. See you there. Ja, was ihr nicht wisst, Playon Games hat angefragt, meine Teststrecke verwenden zu dürfen für die Story. Und nee, haben sie nicht. Wäre schön, aber haben sie tatsächlich nicht. Man glaubt es kaum. Hey, hey, we're at the test track. Got my coffee. You know, drop by whenever you're ready to build a car or something. On your own time. Keine Sorge, ich bin gleich da. Jawohl, ja. Na komm, wir porten uns. So, das könnte jetzt das interessanteste Kapitel der Story sein direkt. Weil die Teststrecke soll wohl auch ein eigenes neues Feature anteasern, was bald kommen soll. Verwandle ein klassisches Muscle Car auf der Horizon-Teststrecke in eine Rallye-Maschine. Das ist meine Horizon-Story. Also, right. First step is, we gotta choose a donor car. What do we got, Nolan? Got a couple of options. Which do we want to work on? Remember, if you want to work on a different car later, come back here and pick it from this list. Ja, Muscle Car, ne? Ja, würde ich sagen, nehmen wir einen Firebird. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird, weil das soll, wie gesagt, ein Feature jetzt sein, was auch in Horizon noch reinkommen soll. Irgendwann. Das ist mein Auto, geh da weg. Wir wollen gar nicht hinterfragen, wie das Ding in der Luft stand. Just hit the button to bring up the upgrade menu at any time. We're gonna swap the entire drivetrain. All-wheel drive is what we need to make a rally beast out of this. Check conversions for that. Das ist nicht der Mustang. Nice tires, my friend. Don't worry about the cost of upgrades just now. James will get that. What? Fine. Hey, nicely done. Also. Yeah, looking good. That should do it for the first pass. All right. Take it around the test track. Huh? This is the Horizon test track. Looks like there's routes for asphalt, mixed surface, and even off-road all signposted up. Nice. Upgrade-Herausforderung abgeschlossen. Ich kann es kaum erwarten, alle meine Autos herzuholen. Dein aufgerüstetes Auto hat die Anforderung erfüllt. Ja, nu? Wird es Zeit, mit der Donut Media Crew aufzunehmen, Rally Beast aktiviert? Ich glaube nicht, dass ich hier mit meinem 350Z stehen sollte. Ha? Okay, ja, geil. Jetzt wurde der hier natürlich wirklich umgebaut. Warte mal, gucken wir uns nochmal an. Das gucken wir uns nochmal an. Mit einem anderen Auto dieses Mal. Einfach um das Feature vielleicht nochmal ein bisschen auch besser zu zeigen. So, genau. Gehen wir jetzt nochmal rein. Vielleicht diesmal wirklich mit dem Firebird. Man weiß es nicht.
Done and done. Suspension upgraded successfully. Nee, immer noch. Immer noch der 350Z. Okay, das ist ein bisschen fehlerhaft, aber naja, so ist es halt. Genau, also. Genau, also was man hier jetzt machen kann, ist, man kann einfach on the fly. Ja, das wissen wir. Man kann einfach on the fly hier jetzt ins Tuning-Menü rein. Das ist halt eine coole Sache, die das Tuning an sich halt sehr viel vereinfachen würde. Wenn das halt wirklich vielleicht allgemein ins Spiel integriert werden würde, wäre das halt sehr, sehr geil. Weil dann wäre halt so, wenn ich jetzt irgendwie eine Folge aufnehme beispielsweise und ich merke nach dem zweiten Rennen, ja okay, wir brauchen ein Differential oder ein anderes Differential oder was weiß ich, oder bessere Bremsen, da muss ich halt nicht zurück in Festival, das da einbauen, da wieder raus, sondern kann halt einfach hier Select und dann das Ganze machen. Coole Sache auf jeden Fall, cooles Feature. Sehr, sehr fein auf jeden Fall. Ich bin zwar gerade ein bisschen irritiert darüber, dass ich hier mit meinem Wagen stehe und nicht mit dem Firebird, aber ist okay. So, Hurst-Purse. Stelle deine neuen Ready-Reifen auf der Rennstrecke, auf der Highspeed-Schotterpiste auf die Probe. Okay. I've hooked up some computer bits to the car. I need you to drive it as fast as possible along the entire route. Und das ist auch wieder mein 350Z. Okay. Are you ready to put this car to the test? Natürlich. 154 braucht man, glaube ich, am Ende. Der Wagen ist halt nicht eingestellt jetzt, aber ich sag, der schafft er trotzdem. Telemetry is good. Keep going. Klar, immer. Ich meine, gut, Power hat das Ding ja. Was haben wir hier? 600, 700 PS irgendwas? Another set of corners ahead. Looking good. Da ist schon ein gutes Fahrzeug. Okay, wir müssen halt über die ganze Blitzerzone schaffen, aber das, ja, easy. Kein Problem. Ganz geschmeidig hier. And that's it. Nice. We've got good average speeds and handling. But I think we need a time trial of this car. Oh, for sure. I think I know a place. I'll call you. Die Story wäre, glaube ich, verdammt geil, wenn sie funktionieren würde. Dass man sich hier wirklich ein Auto aussucht, das dann aufbaut und dann durch die Story durchbringt. Das wäre eine verdammt coole Story, wenn sie fehlerfrei funktionieren würde, aber naja. Yo, this is the place. Get down here. Time trial this car. Ja, das war's mit dir. Du kamst ja gar nicht, okay. Na, das kriegen wir doch hin. So wie der 350Z hier jetzt abgeschnitten hat, denke ich, wird das hier auch sehr, sehr easy werden. Ah, da drüben. Kapitel 4, sammelt euch. Nolan hat eine andere Route für dich vorbereitet. Passt nur auf das Zeug auf. 1.15 sollen wir schaffen, okay. Ich habe die Route und für die Zeiten, die du aufhören sollst. Ich schwöre, Nolan, ich werde das Festival beginnen, für all die Arbeit, die du machst. We've got to be scientific, man. All right, richtig. Jump in. Let's go. Das ist halt auch sehr nice, finde ich, diesen realen YouTube-Kanal. So aufgeregt. You have no idea. He loves rules. Verstehe ich. Diesen realen YouTube-Kanal auf das virtuelle Horizon Festival zu übertragen. Das ist eine sehr coole Idee auf jeden Fall. Und natürlich auch eine Challenge irgendwo. Das muss ja auch authentisch sein. Das haben sie, finde ich, aber sehr gut geschafft. Würde ich jetzt sagen. Also das ist cool, definitiv. Das ist in der Essenz eine sehr, sehr coole Story, finde ich. Es scheint mir aber ein bisschen kurz, oder? Ich meine, jetzt sind jetzt gerade mal so knapp 13 Minuten oder was Spielzeit. Und wir sind schon in Kapitel 4. Von 5. Also, naja. Vielleicht wird die Story ja nochmal mit dem zweiten Donut Media Update ausgeweitet. Das kann natürlich sein. There we go. You know, I think we built a pretty good car. I think we actually have to put it up against something along a rally route. Es gibt ein paar tolle Straßen beim alten Flugplatz. Richtig. Well, that sounds like what we need. Let's meet there.
Als ob James nicht schreit. Da glaube ich erst dran, wenn ich sehe. Oder höre. Hey, I think we found the place. It looks like it's gonna rain though, so don't leave us hanging here. You know, for a famously fast person, you certainly are late a lot. Ich bin gleich da. Fahr in einen der alten Hangars, falls es zu regnen anfängt. Ich bin genau dann da, wenn ich da sein muss. Ja, ich bin nicht zu spät. Ich bin nie zu spät. Kannst vergessen. Außer wenn ich zu spät bin. Der Donut Showdown. Schließe dich mit Nolan zusammen und tritt in einem epischen Randy Showdown gegen James an. Was wird James jetzt fahren? Wird das wenigstens ein Auto sein, der was mit Donut zu tun hat? Nö. But that's just gonna make this an even better test. Speak for yourself, dude. I'm not riding in that through this weather. I will be driving this. James, where did you get that? Some Scottish guy named Alex handed me the keys. Man, I love Horizon. See you guys. Mal fahren wir jetzt auch den. Und ich, schätze ich. Hello, boys and girls. Do you like the car? I'll call the room. You drive. Let's get him. Moment, das ergibt jetzt gar keinen Sinn. Easy right, then easy left. So, wer jetzt die Erfahrung hilft. Also das ergibt jetzt nun absolut keinen Sinn, dass wir den Civic GLC jetzt fahren. Ja, wenn du das zu spät ansagst. Mann, Mann, Mann. Ray ist besserer Beifahrer. Jo, hau rein. Don't cut ist ein bisschen zu spät. Oh Gott. Ja, ich glaube, mit den drei Sternen wird hier ein bisschen schwierig gerade bei dem Versuch. Aber das kann doch nicht richtig sein, dass wir jetzt hier den Civic fahren. Wir bauen uns doch nicht einen eigenen Ready-Wagen auf, damit wir dann am Ende den Civic ausfahren. Ja, wir auch, wir fahren gleich auch. Okay, dann ist es definitiv nicht gewollt. Weil alle drei Fahrzeuge, die wir jetzt auswählen hatten, haben wir keine Sitzheizung. Also dann wird das nicht der Plan gewesen sein, dass wir den Civic hier fahren. Ach man, das hätte so eine coole Story sein können. Das hätte so eine coole Story sein können. Das ist schade einfach. Das ist sehr schade. Aber gut, habe ich erwartet, dass Player Games was reinbringt in Spiele, was bugfrei ist? Ehrlicherweise nicht. Oder ehrlicherweise glaube ich auch nicht, dass der Civic jetzt eine Sitzheizung hat, wenn ich so drüber nachdenke. Das würde mich noch mehr wundern, tatsächlich. Well, that's not my fault, okay? You had a pretty good driver. More like you have no idea how to handle that car. Me and Justin could do some D-list stuff. We might be able to get high and low car down here. I mean, if we're careful. This is gonna be great. We'll talk soon. Ja, High-Low-Car, genau, da sind sie doch. Und ich glaube, das ist damit wirklich der Teaser, dass die High-Low-Fahrzeuge, die 350Z und die Tacomas waren es, glaube ich, dass sie noch reinkommen werden. Bin ich mir relativ sicher. Das würde halt am meisten Sinn ergeben auch. Wenn man eine Kooperation mit Donut Media macht, halt auch deren Fahrzeuge reinzubringen, würde halt sehr viel Sinn ergeben. Was haben wir jetzt hier als freigeschalten? Schwarze Bomberjacke? Schwarze Donut Media Kappe? Ein gelbes Donut Media T-Shirt. Einen gelben Rennhelm. Okay, auch interessant. Und ein Trans-M Force Edition. Na gut, okay. Alle Kapitel abgeschlossen. Ja, also keine Ahnung. Sehr kurze Story auf jeden Fall. Das Testfahrt-Feature finde ich nice. Da würde ich mich sehr freuen, wenn das wirklich komplett ins Spiel reinkommen würde. Ansonsten, ja, leider. Leider sehr kurz und halt, was für mich halt der größte Kritikpunkt ist, einfach extrem buggy. Also, wir sind jetzt keines der Fahrzeuge gefahren, die uns zum Anfang zur Verfügung gegeben wurden. Was damit die ganze Story, finde ich, ein bisschen komisch gemacht hat.
Und dann am Ende, dass wir halt den Civic da gefahren sind, habe ich noch weniger verstanden. Also, sehr schade. Wenn sie richtig umgesetzt wäre, wäre, glaube ich, eine sehr, sehr coole Story gewesen. Aber gut, machst du nichts. Schreib mir gerne deine Meinung zu der Donut Media Story unten in die Kommentare rein. Ich würde sagen, das war's mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über Deutschland nach oben ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!